Ich will noch wieder neue Nadel an meiner Leingarn schnuppern. Wirklich? Hallo? Nicht da lang. Da lang! Oh. Ja, ich weiß. Luft und so. War nicht ein Gegner. War nicht irgendwo ein Gegner. Oh, und dann nicht. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn sie einen schwerelosen Bereich betreten. Komm hierher! Nein, nein, nein! Gib mir! Gib mir! Oh, jetzt ja. Danke. Ist hier noch mehr? Kisten? Leiche! Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Termin, um die Zeit zu Scheiße, ich kann auch mehr kommen. Gegner! Seien Sie vorsichtig. So viel dazu. Hui! Ende der Schwerelosigkeit. Antritt war. Hallo! Monster. Ende des Vakuums. Unglaublich, wie viel noch hängen geblieben ist. Als ich jetzt das letzte Mal gespielt habe, es ist schon ziemlich lange her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ups. Warte, komm jetzt nicht. Oh nein, die kommen später. Na, ach egal.
Warte doch! Ah, ich wusste es! Impulsprojektile, das sind keine Menschen. Ah, das große Medipack kann man safe. Das kann man kaufen. Luftkanister braucht kein Mensch. Ganz viel Plasma-Energie braucht auch kein Mensch. Genau, so bin ich. Die Strahlmunition. Okay, wir haben 16.000. Das heißt, ein Energieknoten kommt noch dazu. Und wir platzieren den Sprengsatz. Das war überraschend und spektakulär. Okay, Sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte es sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Hallo? Hi, Nicole. Ich bin Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Himmel. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Ja, genau. Im Übrigen. Ja, Loch. Großes Loch. Babies! Yeah, babies! Was ist das? Zeug. Mehr Munition für mich. Ja. Oh, was ist das? Luft. Ah ja, richtig. Das war ich weiß schon. Yes.
liebe die Strahlkanone. Ach, da geht noch. Hallo, kann mich jemand hören? Hallo. Aline Fisk. Ich bin gerade hier aufgewacht und alle anderen waren weg. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warum sind alle gegangen? Ich werde sie jetzt suchen gehen. Wenn Sie das hier hören können, dann kommen Sie bitte her. Ich höre ein Tassen im Innern der Wände. Hallo? Welser? Sind Sie Arzt? Warum sind alle... Sie haben die Krankenschwester umgebracht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Bitte! Wer geht? Oh, Shadow. Okay, viel Spaß beim Stream. Ah! Was da? Habe ich. Oh, eigentlich nicht mal so viel. Nicht, dass ich viele Medikits brauchen werde. Hallo? Das ist lustig, nicht? Ah. Was ist ein Baby? Es ist ein Baby. Babys. Ah, der Raum. Gesundheit. Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen. Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun. Aber wie genau ist alles zu sagen? Babys! 50% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen, zu dessen offensichtlichen Symptomen Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen. Diverse gewalttätige Ausschreitungen und selbst Mord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin. Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen. Der planetare Psychiater Dr. Walland hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren. Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen, aber ich brauche seine Expertise. Wir brauchen Lösungen, und zwar schnell. Oh, Leichenhölle. Na, das wird lustig werden. Es ist ein Kopf! Stopp. Was ist da hinten? Wer hat der Rest von ihm? Stopp. Codes erhalten und sie sehen gut aus. Gott sei Dank. Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Captains vornehmen. Gehen Sie zur Monorail-Station. Ich melde mich bei Ihnen.
Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist. Was heißt, was auf diesem Schiff los ist? Siehst du das nicht? Sind alle tot. Was brauchst du noch? Machen wir wirklich Fahrschutz. Mehr Leichen! Achso, hier war schon. Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Captains geschafft. Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren. Ich hebe jetzt die Abschottung auf. Da sind die Deckprotokolle. Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen wurden. Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff. Das ist keine Infektion. Das ist eine außerirdische Lebensform. Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem. Die Schiffsantriebe sind offline und unser Orbit zerfällt. Oh nein! Geht zum Maschinendeck. Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist. Isaac, reparier den Scheiß. Das kleine können wir verkaufen. Oh mein Gott, so viele Strahlen, meinst du? Habe ich noch? Ja, ich hab... Kaufen wir zwei Energieknochen. Wow! Das Spiel... Hat das Spiel auch lange gebraucht mit den Texturen? Kapitel 2 abgeschlossen. Oh yeah. Ja, ich würde speichern. Wir haben zwei Probleme, die Uhr tickt. Erstens, die Treibstofftanks der Antriebe sind leer. Zweitens, die Schwerkraftzentrifuge ist offline. Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen? Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen, den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden, damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann. Auf Hochdeutsch, Isaac, reparier den Scheiß. Persönliches Logbuch des stellvertretenden Chief Engineer Jacob Temple. Es ist jetzt zwei Tage her, dass sie den Planeten aufgerissen haben, seit der Captain starb. Die Panik, die Aufstände, das war nichts im Vergleich zu dem, was noch kommen sollte. Unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen, sie kamen alle wieder zurück. Verändert. Kamen, um uns zu töten, um uns zu holen. Heute Morgen verschwand Rucker und ich gehe davon aus, dass er tot ist. Meine Crew, alle fangen an durchzudrehen. Ich habe versucht, sie im Auge zu behalten, aber im Augenblick habe ich größere Probleme. Wir haben einen Treibstoffleck und der Primärantrieb hat schwer zu schuften. Denvers und ich werden versuchen, das Treibstoffdepot zu erreichen und das Leck zu reparieren. Temple out. Okay, Spiel. Wo muss ich hin? Da lang? Natürlich. Kann ich jetzt schon einen neuen Anzug kaufen? Wann war der dritte Anzug verfügbar? Jetzt noch nicht. Okay. Muss ich irgendwo im Hinterkopf behalten, dass ich ein bisschen Geld spare. Hm. Sieht wie eine Falle aus. Ja.
Du liegst ziemlich offensichtlich da, Kollege. Warte, ich hol nur schnell meine große Knarre raus. Oh mein Gott, er ist tot.